Ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. War es richtig, Herr Steinbrück, den Menschen damals nicht die Wahrheit zu sagen? Wir haben den Menschen die Wahrheit gesagt, da widerspreche ich Ihnen fundamental. Na, Sie haben ihnen nicht gesagt, dass Sie befürchten mussten, dass am Montag alle zur Bank rennen und dann alles zusammenkracht, weil Sie alle Ihr Geld abheben wollen. Nein, das galt es ja gerade zu verhindern. Und die Entwicklung hat uns recht gegeben. Im Übrigen widerspreche ich Ihnen auch. Wenn es tatsächlich zu einer Gefährdung von Spareinlagen gekommen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, mit Frau Merkel übereinstimmt damals, dass wir unsere Patronats-, unsere Garantieerklärung hätten erfüllen müssen, weil es sonst einen tiefen Einbruch im Vertrauen und Zutrauen der Menschen zur Politik gegeben hätte. Aber der Ansatz war Schlangenbildungen vor deutsche Sparkassen, Volksbanken und den Filialen privater Banken zu verhindern. Und dies spielte in Deutschland eine noch größere Rolle als in anderen Ländern. Denn es gab die ersten Schlangen vor britischen Banken. Aber Frau Merkel und mir war sehr klar, dass das deutsche Gedächtnis sehr weit zurückreicht, wie häufig in Deutschland im 20. Jahrhundert Vermögen, private Spareinlagen vernichtet worden sind. Und deshalb galt es, eine Garantieerklärung zu geben, dass die Menschen nicht nervös werden und ihre Konten abräumen und das Geld unter die Matratze legen oder in den Sparstrumpf.